Bevor ich zum Ablauf der Tagesordnung komme, möchte ich noch kurz auf einige Vorkommnisse der letzten Sitzungen und darauf basierende Presseberichte und natürlich auch Schreiben, die mich erreicht haben, eingehen. Ich bin vielfach dazu aufgefordert worden, das Verhalten von Mitgliedern dieses Rates mit Ordnungsrufen, Ordnungsgeldern, Geldbußen und sogar Strafen zu maßregeln. Sie wissen, ich habe hier die Möglichkeit des Ordnungsrufes. Gelegentlich führen wir das auch von hier oben aus. Dieser führt aber regelmäßig auch dazu, dass das betroffene Stadtratsmitglied mit Geschäftsordnungseinträgen und persönlichen Erklärungen die Sache häufig nur noch schlimmer macht. Es gibt die Möglichkeit der Auferlegung eines Ordnungsgelds von bis zu 500 Euro. Dieses Ordnungsgeld kann jedoch nicht ich auferlegen. Der Stadtrat muss es per Beschluss über eines seiner Mitglieder verhängen. Dies zeigt, die Ordnung in diesem Gremium obliegt vor allem Ihnen selbst. Es kann nicht sein, dass hier nach Abstimmungen Beleidigungen fallen. Es kann nicht sein, dass weibliche Stadtratsmitgliedern hinterhergepfiffen wird. Und es kann auch nicht sein, dass wir uns hier um ein Pimmelniveau herabbegeben. Das ist auch nicht komisch. Ein derartiger Umgang mit Sprache und entsprechenden Verhaltensweisen sind nicht nur grundsätzlich unangemessen, sie widersprechen zudem der Würde dieses Hauses. Sie stehen einem respektvollen Miteinander, das unabhängig von Geschlecht, Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, körperlichen und geistlichen Unversehrtheit und vielem mehr gepflegt werden sollte, diametral entgegen. Gerade im Miteinander, vor allem in schweren Zeiten, die wir aktuell durchleben, liegt aber die Kraft, mit Problemen umzugehen und Lösungen herbeizuführen. Dies vertritt die Landeshauptstadt Dresden nachdrücklich und deshalb bekennt sie sich auch zu Vielfalt und Weltoffenheit sowie zu Werten wie gegenseitigem Respekt und Wertschätzung. Sexismus, Beleidigungen, Verunglimpfungen und persönliche Diskreditierung sind inakzeptabel und haben im Dresdner Stadtrat nichts zu suchen. Herabwürdigendes Verhalten führt auch dazu, dass sich am Ende Mitglieder des Stadtrates und insbesondere Stadträtinnen zunehmend aus den Stadtratsdebatten heraushalten, weil sich entsprechende Äußerungen und Verhaltensweisen nicht mehr aussetzen wollen. Dies stellt aber auch einen erheblichen Verlust an Meinungsvielfalt und Gesprächskultur dar. Ich bitte Sie deshalb alle herzlich, nehmen Sie sich selbst und dieses Gremium ernst. Es nützt nichts, die Bürgerinnen und Bürger im Livestream freundlich zu grüßen. Wir müssen auch in der Debattenkultur ein Vorbild sein. Die Wertschätzung und der Umgang, den wir hier miteinander pflegen, wirken sich auch auf die Gesellschaft aus. Ich verspreche Ihnen, auch ich werde mich bei der Sitzungsleitung und der Debatte an diese Regeln halten und auch korrigierend eingreifen, wenn die Emotionen überschäumen.